ein Todesopfer in Virginia. Ein Sonderzug mit Parlamentariern der US-Republikaner prallt mit einem Müllwagen zusammen. Ein Mensch stirbt. Im Zug sitzt auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Ein mit prominenten Politikern der US-Republikaner besetzter Sonderzug ist im US-Bundesstaat Virginia mit einem Müllauto zusammengestoßen. Das Weiße Haus teilte mit, es habe einen Toten und einen Schwerverletzten gegeben, aber nicht unter den Mitgliedern von Repräsentantenhaus und Senat. Im Zug saß unter anderem auch der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Ihm sei ebenfalls nichts passiert, hieß es aus seinem Büro. Der Präsident wurde vollständig unterrichtet und bekommt ständig neue Informationen, sagte Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Kongressvorsitzender Paul Ryan, viele teils hochrangige Republikaner sind auf dem Weg zu einem Parteitreffen mit ihrem Zug verunglückt. Ein Mensch starb. Quelle, Alex Edelmann/Deutsche Presseagentur. Der Abgeordnete Bradley Bern schrieb kurz nach dem Vorfall im Internetbedienst Twitter, Sicherheitspersonal und Ärzte befänden sich an Bord des Zuges, um den Ort abzusichern und Verletzte zu behandeln. A huge gratitude of appreciation to all the first responders WHO helped in the aftermath of the day und traut der 39 incident, including some of my fellow members of Congress WHO helped treat those that were injured. Ob es sich bei dem Todesopfer um den Fahrer des schwer beschädigten Müllwagens handelte, war zunächst unklar. Das Fahrzeug stand den Angaben zufolge an einem Bahnübergang auf den Gleisen. Der eigens für die Politiker eingesetzte Sonderzug war auf dem Weg zu einem Parteitreffen der Republikaner im Bundesstaat West Virginia. Das Unglück ereignete sich am Tag nach der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump, nur rund 20 Kilometer entfernt von der Stadt Charlottesville, Virginia. Dort hatten im vergangenen Jahr Proteste rechtsgerichteter Demonstranten international Aufsehen erregt, von denen sich Trump nicht völlig distanziert hatte.